zu Korrekt oder weg das? Tisch mit Tisch. Heute mit FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und weiter der Lukas. Ja. Heute geht's wieder um die Tischplatte. Die darf der Gewinner und die Gewinnerin anfassen, aber nicht mit nach Hause nehmen, falls vorhanden. Habt ihr Bock, hier mitzusitzen bei uns als Wildcarder oder Wildcarderin? Dann bewerbt euch gern in den Kommentaren, schreibt was rein. Und was kann man gut mit Schattenmorellen anstellen? Es gibt tolle Gerichte mit Schattenmorellen. Kann man auch immer in den Sauerbraten mal in die Soße knallen. Ist ja widerlich. Oder in den Kuchen kann man machen. Oder man stellt sich einfach drauf auf so ein Glas. Man kann sie auch drauf setzen. Genau. Dazu später mehr von Ihnen, eine private Geschichte. Unter der Folge Korrekt oder Weg mit Sally S. Jan, Strich Sallys Welt, gab es einen Kommentar, gibt es unter dem i übrigens. Und hat Sally selbst höchstpersönlich geschrieben, ich kann das so nicht stehen lassen, ich muss noch mal kommen. Ja, liebe Sally, komm ran, du Kuchenqueen! Ist sie ja. Ja, ist sie. Ist sie. Danke, ihr seid echt die Besten. Daumen nach oben, Freunde, und Kanal abonnieren. Und wir... Muss man die kennen? Los. Ja, na, Sallys Welt. Sie hat ein Imperium. Sie hat Silicon Valley. Das ist ein ganzer Stadtteil nur mit Kuchen- und Küchengeräten. Gesehen? Los geht's! Wie heißt das Auto von Batman? Batmobile. Welche bekannte Musikgruppe gründeten Agnetha, Björn, Benny und Annifried? Aber. Immer aussprechen lassen. Das fällt mir schwer. Wie wurden die Beatles wegen ihrer Frisur auch genannt? Beatles-Köpfe! Wie heißt der beste Freund von Ernie aus der Sesamstraße? Bert. Wenn jemand unter einer Arachnophobie leidet, wovor hat er dann Angst? Vor Tiefe. Spinnen. Ach, stimmt. Ich habe letztens auf TikTok irgendwas gesehen mit so einem... Komm, jetzt trink mal aus, mal sehen, was passiert. Explodiert. Läuft er jetzt grün an? Oh, ist ja eklig. Boah, jetzt ekelhaft. Boah. Nehmen Sie mit, beschreibt den Geschmack. Salzig. Das ist Sauerkraut, oder? Boah, boah. Salzig, also, faul, sauer. Das ist ja eklig. Also alles, was ich dachte, beschreibt. Das ist ein netter Lukas, du bist Wildcarder, 28 Jahre jung aus Düsseldorf. Dafür gibt's mal einen Applaus. Brauchst du gar nicht viel sagen. Bester Wildcarder ever. Und du bist Manager Kreation beim Fußballverein Fortuna Düsseldorf. Ja, Tor! Tor! Eine anständige Mannschaft, die hier genannt wird. Ja. F95, natürlich ein toller Verein. Was ist da genau dein Job? Was machst du da? Ich kümmere mich um das visuelle Erscheinungsbild, um die Markenkernbildung bei Fortuna. Konzepte. Du bist dafür verantwortlich, dass wir so gut aussehen? Ich gebe mir Mühe, ja. Also nicht wir, sondern der Verein. Genau. Und super Trikots? Ja. Unter anderem, genau. Sehr cool. Sie sind ja auch Fortunin, haben Sie mir eben im Off erzählt. Sie sind Fan seit der allerersten Stunde. Mitglied. Mitglied. Also seit allerersten Stunde, jetzt mal ein bisschen nett, ja? Wann waren Sie? 1995 habe ich ja nicht gelebt. Mann. Wann waren Sie das erste Mal oder das letzte Mal im Stadion? Jetzt vor, wann waren das? Vor 4 Wochen oder so. Wer moderiert bei der ARD diverse Feste der Volksmusik, ist Kapitän beim Traumschiff und war mit Helene Fischer liiert? Florian Silbereisen. Welche Fußballmannschaft der zweiten Bundesliga der Herren hat in der Saison 2022-23 Tabellenplatz 1 erreicht? Heinheim. Sehr gut. Welche ikonische Sängerin verstarb am 24. Mai 2023 in ihrer Heimat in der Schweiz? Tina Turner. Wie hieß der Titelsong, den sie für den gleichnamigen Bond-Film gesungen hat? GoldenEye. In welchem amerikanischen Bundesstaat liegt das Silicon Valley? Florida oder Kalifornien? Kalifornien. Welcher Naturforscher führte ein System ein, das sämtliche Tiere und Pflanzen eindeutig klassifiziert? Charles Darwin oder Charles Leclerc? Darwin. Ja! Durch welche Stadt verläuft der nullte Längengrad, auch Nullmeridian genannt, London oder New York? London. Ja! Was wird mit dem sogenannten Geigerzähler gemessen? Radioaktivität oder Luftdruck? Radioaktivität. Gegen wen verlor der amtierende Kanzler Gerhard Schröder bei der Bundestagswahl 2005? Angela Merkel. Welche Regierungskoalition ergab sich aus der Wahl 2005? Die Große.
Große SPD, CDU. Welche Frage richtete der damalige Bundeskanzler Schröder an den Bundestag, die dazu führte, dass es am 21. Juli 2005 zur Auflösung desselbigen und anschließende Neuwahlen kam? Keine Ahnung. Vertrauensfrage! Tja, Vertrauen, Vertrauen, dass das ziemlich lecker wird. Und? Ja, Schnaps. Schmeckt das lecker? Der Schnaps fehlt. Du bist ja Düsseldorfer, du bist oft in der Altstadt aktiv. Erzähl mal ein bisschen, was findest du so schön an dieser tollen Stadt? Ja, dass es sehr viele Kneipen gibt. Ich bin meistens aber eher auf der Oststraße dann noch unterwegs, weil Altstadt ist ja dann doch öfters mal überlaufen. Es ist ein heißes Pflaster und ich habe da meine Leute stehen, die lassen nicht jeden rein. Genau. Ja, ich komme ja sowieso nirgendwo rein, deswegen. Und Sie sind auch öfters in der Altstadt aktiv? Ja, ich bin die, die da steht und keinen reinlässt. Sie sind eine Partymaus? Gibt aber sowas von, sieht man mir doch an, oder? Flaschen drehen manchmal zu Hause privat einfach so? Ja, es ist ja hier wie Flaschen drehen. Wie geht es Angela Merkel? Ich nehme an, gut. Mir geht es sehr gut, man muss sich keine Sorgen machen. Weiter geht's! Die Spice Girls waren die erfolgreichste Girlgroup der 90er. Zu ihnen gehören Jerry Halliwell, Melanie Brown, Mel C, Emma Bunton und... Darf ich das beantworten? Schade. Ja, Victoria Beckham. Keine Ahnung. Peck? Du oh Mann. Euch. Ich hab gesagt, 4 Fragen, 3 falsch. Bisher bin ich gut im Kurs. Thibaut Gottstein läuft. So geht ein Bruder arbeitet. Das finde ich auch. Finde ich auch erschreckend. Ja, lecker. Mmh. Bah! Lecker. Also das finde ich ganz schrecklich. Direkt den nächsten. Unter welchem Namen sind die mallorquinischen Balnearios und allen voran Balneario Nummer 6 in Deutschland besser bekannt? Ballermann. Wieso kriege ich so eine Frage nicht? Bei uns in Deutschland auf der Nordhalbkugel geht die Sonne im Osten auf und im Westen unter. Aber gilt das Gleiche auch für die Südhalbkugel? Nein! Ja, du Glückspilz! Oh, einmal bei mir! Das ist ganz oft bei mir, dass das richtig ist, dann ist plötzlich falsch. Haust dir rein, genau, die Regie falsch gearbeitet, so, genau. Ich glaube schon, dass sie brechen werden heute. Ja, eben. Aber ich kotze hier ins Studio, bevor ich gehe, ist klar. Die Sauerei räumt ihr hier weg. Apropos Kotzen, Sie haben Legende zufolge seit 1968 denselben Friseur. Stimmt das? Nee, gelogen. Falscher. Wer hat das recherchiert? Die Regie. Wechseln Sie da jährlich? Oder haben Sie da... Sehe ich so aus? Hey. Meine Haare echt hier, nichts Transplantant-Dingenskirchen. Ja, die will ich auch. Ja, ist ja reiner Neid hier. Ja, ist das wirklich Neid? Wirklich neidisch. Ja, verstehe ich ja. Wer würde mir auch sowas von stinken, wenn mir mit 30 die Haare schon ausgefallen Bei uns kaputt machen da draußen, wir kriegen zu wenig Gebühren. Wie viele Seiten hat ein Hexagon? 6. Boah! Das ist gebildet. Wie wird der erste kurze Abschnitt des Dünndarms, der bei Menschen ca. 30 cm, also etwa 12 Fingerbreiten lang ist, genannt? Arschloch! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Wo haben Sie denn Ihr Arschloch? Ja. Ich muss mich entschuldigen, wie soll ich Finger da? Ja. So. Du bist schon weg vom Fenster. Jetzt ne? ist der ganze Darm weg. So, ich will jetzt meinen Darm erkunden und wünsche euch noch einen schönen Tag. Schön. Dennis raus. Wow. Mit welchem Instrument werden Erdbeben aufgezeichnet? Seismograph. Boah, ist du. Spätestens durch welchen Film aus dem Jahre 1969 erlangten die Motorräder von Harley-Davidson Kultstatus? Hä? Keine Ahnung. Kindsköpfe, keine Ahnung. Fünf lebt. Born to be wild? Born to be wild. Ja. Steppenwolf. Easy Rider. Ja. Ja. Okay. Tja. Keiner mit. Das werde ich systematisch rausgekegelt. Okay.
Lukas, du hast ein tolles Gastgeschenk dabei. Zeig es uns doch mal. Ja, ich habe noch was. Gastgeschenk bitte hinein. Genau, noch was mitgebracht. Ist ein bisschen größer. Ich habe noch was im Archiv gefunden. Ist nicht von mir alleine. Viele Grüße auch noch von ein paar Jungs aus der Mannschaft. Oh, viele Grüße zurück, ja. Endlich kommt hier mal Klasse ins Spiel. Ja, und genau. Das Wichtige ist, das hast du ja designt, oder? Wie ich es richtig sehe, ist das deine Idee? Auch unter anderem. Unter anderem im Team. Endlich mal der Wildcard, der was kann. Ja, sehr cool. Ich würde fast schon sagen, das Beste, was wir jemals bekommen haben. Ja, und da oben steht alles aus Liebe. Das gebe ich natürlich nach dem Dreh zum Pfandleiher, aber solange. Ich kauf's zurück, ich schwöre. Großen Applaus, Lukas, danke, danke. Sehr stark. Wird natürlich in unserem Büro aufgehangen. Etage 3. So. Ja, sehr cool. Wo befindet sich das Bundesverfassungsgericht? In Bonn. Völlig falsch. Karlsruhe. Karlsruhe, hätte sie gewusst? Ja, hätte ich gewusst. Direkt der nächste, wir ziehen durch. Das zischt. Wird immer leckerer, ne? Wird immer besser. Jetzt müssen Sie auch einfach blauen. Ach so, so schnell. Wie heißt der momentane Trainer der ersten Mannschaft von Borussia Dortmund? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er geheult hat. Ich habe keine Ahnung, wie der Typ heißt. Edi Terzic. Ja, weiß ich das. Kann er nicht Michael Müller heißen? Und jetzt Abfahrt. Oh. Echt nicht. Gibt's hier einen Eimer? Nein! Oh, ist das eklig. Sie sind aber mutig. Ist das eklig. Wir werden immer kritisiert, dass die Promi-Gäste nicht austrinken. Ich kann das Sie nicht dazu zwingen. Trinken Sie! Ich kotze auf die Kamera. Ja. Heldenhaft! Ich sag ja immer Fußball. An dem scheitere ich immer. Man gewöhnt sich irgendwann dran. Ja. Wie oft nahm die ehemalige DDR an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil? Ein- oder zweimal? Zweimal. Juhu, raus bist du! Ich warte noch 10 Sekunden, ob es doch wie grün wird. Was irgendwie ist immer andersrum. Nee, es war nur einmal und da haben sie gegen die BRD gewonnen. Stimmt. Das war hart. Ich bin dann raus, ne? Ja, verabschiede dich. Liebe Freunde, das war's für mich. Ich bin raus aus dem Spiel, kann mal wieder nicht gewinnen. Ich hoffe, ihr seid trotzdem stolz auf mich. An dieser Stelle, ich gebe meine 8 Opossums ab. Schreibt mir bitte bei Telegram und einer kostet 9 Euro. Ciao, Freunde! Und damit stehen Lukas und Marie-Agnes Strack-Zimmermann im großen Finale. Und sie spielen entweder oder! Ich bin ein Song von Tina Turner. The Best. Stimmt. Korrekt. I Will Always Love You. Nicht korrekt. What's Love Got to Do with It? Ja, stimmt. Korrekt. Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Nicht korrekt. Private Dancer. Ja, korrekt. Dance Monkey. Nicht korrekt. Along Comes Mary. Wie hieß das? Along Comes Mary. Nein, nicht korrekt. Proud Mary. Nicht korrekt. Yay! Und damit gewinnt Marie-Agnes Strack-Zimmermann! Aber nur, weil ich es nicht trinken wollte. Doch bevor Sie die goldene Fischplatte berühren dürfen, jetzt müssen wir euch erstmal unseren kleinen Shot exen. Zum Wohl. Shot. Ja, Trittchen. Riesenapplaus für Lukas. 95 Ole. 95 Ole. Man sieht mich wieder in der Südkurve und werde da Vollgas geben. Bengalo-Benny, der Spitzname. Ja, du bist bekannt. Ja. Frau Strack-Zimmermann, Sie haben gewonnen und bekommen deswegen die goldene Tischplatte. Riesenapplaus. Ja. Super. Ich muss die nicht mitnehmen. Nee, da bin ich aber froh. Ja, das aber ist super. Ihre Worte noch einmal zum Sieg. Was hat sie damit gerechnet? Oder? Ich habe nur gewonnen, weil ich dieses grüne Zeug nicht trinken wollte. Da habe ich mich konzentriert. Ja, da kann die FDP kann sich auch mal konzentrieren. Ist auch oder? Schön. Oder? Ja, ist so. Aber das ist ja nicht grün. Das ist ja wenigstens gelb, der Drink. So, wir kommen zu Endcard. Und zwar gibt es oben ein Video von die da oben. Und zwar die Wahrheit über Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ach! Und unten gibt es die letzte Folge von Korrekt oder weg das? Bis mit Tisch. Tschüss!